es ist immer noch ein Schock. Ich habe die Luft hier eingeatmet und dachte mir, ich bin wieder in Deutschland. Ich bin wieder in Deutschland und ich glaube es einfach nicht. Ich glaube es immer noch nicht, dass ich hier bin. Es fühlt sich alles an wie ein Albtraum, wenn man so behütet aufgewachsen ist wie in Deutschland, in Sicherheit. Und all das ohne Leben, ohne sich irgendwie Gedanken zu machen, morgen erschossen zu werden, von den Taliban entführt zu werden oder irgendwas anderes. Und dann passiert plötzlich sowas, was man gar nicht erwartet hat. Wir haben ja ganz viele schreckliche Bilder gesehen vom Flughafen, auch in Kabul. Menschen, die da in Panik ja auch zum Flughafen hingekommen sind. Was für Erinnerungen haben Sie jetzt an Kabul? Was sind so die letzten Bilder, die Sie quasi im Kopf momentan haben? Es ist total traurig. Wir sind ja dort angekommen. Es war gut. Es war ja alles in Ordnung. Wir sind rausgegangen. Wir waren in Parks. Wir waren essen. Wir waren auf der Hochzeit. Und plötzlich, direkt 2 Tage nach der Hochzeit, war alles im Chaos. Keiner ist mehr rausgegangen. Alle hatten Panik. Alle hatten Angst. Überall waren irgendwelche Nachrichten, Gerüchte. Überall waren irgendwelche Gedanken von Tod. Man hatte Angst zu sterben. Man hatte Angst, als Frau vor allem entführt zu werden. Die Frauen haben sich komplett verschanzt. Wir waren jeden Tag draußen. Plötzlich hieß es, die Taliban sind da. Wir waren die letzten Tage nur zu Hause. Wie groß war dann auch die Panik, ja bei Ihnen beiden nicht mehr nach Deutschland zurückzukommen? Also wie muss ich mir das vorstellen? Ich wollte mir das die ganze Zeit nicht eingestehen. Ich so, nein, wir kommen auf jeden Fall raus. Das Auswärtige Amt kümmert sich um uns. Die haben ja gesagt, dass die sich um uns kümmern. Die deutsche Botschaft ist ja auch noch da. Wir schaffen das alles. Auf jeden Fall. Plötzlich kam nichts mehr, keine Infos. Die Medien sagten, okay, jetzt werden alle flüchten. Alle werden weg sein, die Soldaten, deutsche Soldaten, alle. Und wir werden auf uns alleine gestellt sein. Und dann war plötzlich die Panik da. Wir mussten alles irgendwie selbst machen, auf eigene Faust. Als Sie am Flughafen dann waren, was haben Sie dort vor Ort gesehen? Wie war die Situation? Wie verzweifelt waren die Menschen? Wir wussten ja erstmal gar nicht, wohin wir sollten. Wir waren dann die erste Station war ja quasi der Flughafen. Wir haben den Flughafen gesehen und sind direkt gefühlt weiter. Wir waren dort, haben die ganzen Menschen gesehen, die Menschenmassen, die sich geschlagen haben, die sich aufeinander geworfen haben, die Kinder zertrampelt haben. Es war total rücksichtslos. Ich habe direkt gesagt, wir müssen hier direkt weiterfahren. Hier kommen wir nicht durch, niemals. Jetzt haben Sie es geschafft, Sie sind zurück nach Deutschland gekommen, aber es sind ganz viele Menschen, die gerne kommen würden. Ja, also auch ganz viele Ortshelfer beispielsweise, wo überhaupt nicht klar ist, ihre eigene Familie. Wie geht es Ihnen damit? Sie sind jetzt hier, aber es sind so viele Menschen nicht in Sicherheit. Es tut mir einfach im Herzen weh, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Man sieht es im Fernsehen, ich sehe das im Fernsehen, Krieg, alles. Aber man kann sich das erst vorstellen, wenn man wirklich live vor Ort ist. Die Menschen, ich weiß gar nicht, was mit denen passieren wird. Mit den Frauen, mit den Kindern, mit den Männern. Was passiert mit denen? Die Zukunft ist total ungewiss. Man weiß es einfach nicht.